Und wir sind wieder zurück hier bei der KSL Fight Night Ringfrei Runde 2 in La mit dem Hauptkampf. Der Schwarzhautbulle Cesar Uelker tritt gleich gegen Seliko Maradokovic an. Und zwar um den IBF International Title. Uelker hier in La natürlich mit klarem Heimvorteil, wie man in der Halle hier auch hören kann. Und hier kommt er auch, der Schwarzwaldbulle. Dies ist übrigens sein erster Profi-Titelkampf. Er hat sich für heute Abend natürlich einiges vorgenommen. Freuen wir uns also auf einen spannenden Kampf. Und ich gebe wieder mal ab an Ringsprecher Andreas Eckerlin. Da dies ein internationaler Titelkampf ist, darf ich Sie bitten, sich für das Abspielen der Hymnen von Ihren Plätzen zu erheben. Zuallererst die Hymne für unseren Gast aus Serbien. Sein Kampfrekord, 6 Kämpfe,
Vier davon gewann er Sitzfights. Vor here will we win. He comes from Team Balkan, er kommt vom Team Balkan. In seine Ecke, sein Trainer Slavisar Sivojevic. His coach Slavisar Sivojevic. In der Ecke, der Blue Corner, Sergio Medakovic. Die Vorlege, der Red Corner, 32 Jahre alt, 32 years old. 1,84 Meter groß, 1,84 Meter height. Sein Gewicht, his weight, 107 Kilogramm, 107 Kilogramms. Sein Kampfrekord, his fighting records. 4 Kämpfe, 4 Fights. 4 gewonnene Kämpfe, 4 Winnings. 4 Knockouts, 4 Winning by the way of knockout. Er kommt von hier, vom KSLA, he is from the KSLA. Seine Trainer, his coaches, Bert Teukert und Conny Mittermeier. Meine Damen und Herren, er ist hier. Die rote Ecke, der Schwarzwaldbulle, Cesar Ulrich. Der Mann ist der Hans-Jürgen. Wie gesagt, meine Damen und Herren, dieser Titelkampf ist angesetzt auf 8 Runden, 3 Minuten. Und wie dieser Kampf läuft, meine Damen und Herren. Macht mir einen Gefallen, macht die Nachbarn wach, macht Lärm, macht Stimmung! Hallensportzentrum nach! Boxsportfreunde, lasst den Kampf beginnen! Ringfrei, Runde 1, Round 1. Come on.
Ringfrei, Runde 2, Round 2. Ich darf bitten, dass alle, die nichts für den Kampf zu tun haben, vom Ring wegbleiben. Okay, ich freue mich erstmal, dass hier die Zuschauer so viel da waren und dass wir den Titel jetzt geschafft haben. Und ich bin froh, dass wir das jetzt so schnell in der zweiten Runde mit so einem Steigegner mehr oder weniger über die Runde gebracht haben und den Kampf vorzeitig entschieden haben. Der KSLA, wie gesagt, hat die Veranstaltung ausgerichtet. Ich bin stolz auf meine Jungs, die haben alle super geholfen. Wir haben das alles wirklich aus eigener Kraft gestemmt. Dass wir irgendwann mal aus dem AIBF-Titel nach La holen, war natürlich sensationell. Dass wir den natürlich auch noch gewinnen, kommt da noch oben drauf. Also ich bedanke mich auch nochmal bei den ganzen Zuschauern, die da waren, das Drumherum, die mich unterstützt haben. Und werde mich einfach überraschen lassen, was die Zukunft bringt. Danke. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr oder in zwei Jahren das nochmal weiterhin toppen können. Natürlich ist es halt immer mit viel Aufwand verbunden, mit viel Schweiß, mit viel Blut, wie man sieht im Hintergrund. Ist wahnsinnig, wahnsinnig actionreich, das alles auf die Beine zu stellen und aufzubauen. Ist natürlich viele Helfer, viele Gönner sind notwendig, um sowas zu erreichen. Also ich habe letztes Jahr für Cäsar den Einlaufsong geschrieben, Dein Kämpferherz. Und dieses Jahr durfte ich die Nationalhymne singen und bin total glücklich, dass er gewonnen hat und freue mich wahnsinnig für ihn und wünsche ihm natürlich noch weiterhin ganz viel Erfolg und Glück und alles, was er sich wünscht. Ich boxe selber nicht, aber ich habe eine große
Freude an Zweikampfsport. Und Boxen ist nun mal wirklich ein klasse Zweikampfsport. Da geht es wirklich um die Sache. Und wenn es solche Kämpfe gibt wie heute Abend, wenn das Ambiente stimmt, wenn man spürt, dass ein Verein lebt und mitvibriert, da bin ich gern mit dabei. Und ich unterstütze den Cesar Uelker auch persönlich.